Erneut war Österreich am Wochenende von schweren Unwettern betroffen. Starke Regenfälle haben in der Steiermark und im Südburgenland kleine Bäche zu reißenden Flüssen werden lassen. Besonders schwer waren Deutsch-Feistritz bei Graz und Wiesfleck im Bezirk Oberwart betroffen. Autos wurden zu Spielbällen der Wassermassen, die über die Ufer getreten sind. Allein in Deutsch-Feistritz sind rund 150 Häuser beschädigt worden. In Wiesfleck konnte eine Brücke nicht mehr standhalten. Die Feuerwehren waren das ganze Wochenende im Dauereinsatz. Im gesamten Burgenland mussten Keller ausgepumpt werden. Das gesamte Ausmaß der Schäden ist noch nicht absehbar. Die Einsatzkräfte sind weiter in Alarmbereitschaft, da die nächsten Tage weiter starke Regenfälle prognostiziert werden.